Schlaf ist ein Zustand der äußeren Ruhe bei Menschen und Tieren. Dabei unterscheiden sich viele Lebenszeichen von denen des Wachzustandes. Puls, Atemfrequenz und Blutdruck sinken bei Primaten und anderen höheren Lebewesen im sogenannten REM-Schlaf und die Gehirnaktivität verändert sich. Das Schließen der Augen während des REM-Schlafes unterstützt diese Funktion. Im sogenannten REM-Schlaf, auch als paradoxer Schlaf bezeichnet, finden sich hingegen Zustände, die denen des Wachseins ähneln, insbesondere eine erhöhte Gehirnaktivität. An Träume aus dieser Phase erinnert man sich am häufigsten. Und ein Anstieg von Herz- und Atemfrequenz sowie des Blutdrucks. Ausgenommen von diesem aktiven Schlafzustand ist die Muskulatur, die im REM-Schlaf blockiert wird. Dadurch lebt der Träumende seine im Traum erlebten motorischen Handlungen nicht aus. Sehr geehrte Damen und Herren! Ich bin Doktor der Wissenschaft und hier präsentiere ich meine Erfindung gegen das Schlafwandeln. Licht aus. Der Plasmakosmos. Licht an. We'll be right back.